und herzlich willkommen zu einem neuen Video, das heute wirklich was ganz Besonderes sein wird, nämlich eine Morgenroutine, Boy vs. Girl Edition mit Henrik zusammen. Und ich habe mich so mega gefreut, dieses Video zu drehen und ich hoffe, es gefällt euch. Und falls ihr euch mehr von solchen Videos wünscht, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und was ihr auch noch machen könnt, ist es, die Videofrage zu beantworten. Und die lautet heute, um wie viel Uhr stehst du normalerweise im Alltag immer auf? Ich wette, das ist nämlich bei einigen ziemlich früh. Aber jetzt ganz viel Spaß mit dem Video und los geht's! Und ein neuer Tag beginnt. Okay, erstmal Snapchat checken und Insta. Oh mein Gott, habe ich viele Stories verpasst. Oh, eine neue WhatsApp-Nachricht. Oh Gott, da fällt mir ein, ich habe gestern vergessen, Julia zu antworten. Mal gucken, was sagt denn die Liste für heute? Frühstück. So, jetzt erstmal etwas Weihnachtsmüsli und Zimtschneckentee. Noch etwas Milch. Oh mein Gott, das ist einfach die süßeste Tasse ever. Hashtag cuteste Tasse. So, was brauche ich denn alles? Eier, Speck, Toast. Oh, ja, ach, warum nicht? Das kann nie schaden. Mh, lecker. Nächstes Mal etwas mehr Speck. Sonst aber ganz gut. Okay, meine Beauty-Routine. Zähne putzen, Gesicht waschen, Deo, Augencreme, Gesichtscreme, Lippenpeeling, Haare. Und dann kommt endlich das Make-up. Oh mein Gott, ich liebe meine Schminksammlung einfach. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, macht sie mich irgendwie glücklich. Braucht zwar kein Mensch so viel Schminke, aber egal. Schon bin ich fertig. Okay, erstmal rasieren. Ach, dass du das auch jeden Morgen machen musst. Voll nervig. Außerdem sollte ich mir nochmal die Haare machen. Oh je weh. Noch etwas Deo. Oh, oh Gott. Auf jeden Fall noch Zähne putzen. Huh. So, und schon bin ich fertig. Kleiderschrank, bitte enttäusch mich nicht schon wieder. Hm, das ist eigentlich ganz süß. Aber vielleicht sollte ich doch lieber was anderes anziehen. Nee, darin sehe ich irgendwie zu gammelig aus. Und darin, als hätte ich mir irgendwie zu viel Mühe gegeben. Ich bleibe einfach beim ersten. So, was ziehe ich denn heute mal an? Hm, sieht eh alles irgendwie gleich aus. Naja, egal. Ich denke, ich nehme eine Jeans und irgendwas für oben rum. Boah, farbige Hefter sind echt die praktischste Erfindung. Jetzt noch mein Etui, ein paar Stifte, Washi-Tape. Oh mein Gott, ich muss Julia heute unbedingt zeigen, was ich für biegsame Stifte habe. Hm. Ach, diese ganzen Sachen mitzunehmen ist eh total unnötig. Notfalls gucke ich bei dieser Barbara mit rein, die nimmt eh immer alles mit. Ob der wohl überhaupt noch schreibt? Ja, egal, finde ich später raus.
Ja, und jetzt habt ihr Henrik auch mal in dem Video gesehen, was ja von sehr, sehr vielen von euch immer wieder mal gewünscht wurde. Und vielen Dank nochmal, Schatz, dass du dabei warst, mir bei dem Video geholfen hast. Falls ihr euch mehr gemeinsame Videos wünscht, dann könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Schaut ansonsten auch mal mega gerne auf meinem Instagram-Account vorbei. Ich mache da jetzt nämlich im Dezember an jedem Advent eine mega coole Verlosung. Und jetzt am Sonntag kommt eine nächste und letzten Sonntag war schon eine online und die läuft immer noch. Also ja. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Ich lasse euch den Link in der Infobox und da findet ihr auch meine ganzen letzten Videos und auch hier. Und ja, ihr kennt das ja schon. Auf jeden Fall, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Ciao.